Tag auch. Ich grüße euch zu diesem Übertagespezial zur Annexion der DDR, 3. Oktober. Und ich bin auf dem Weg nach Hörde. Wir haben ja einen Community-Event geplant, wo Genossen von uns aus der Community antreten beim Halbmarathon hier in Dortmund. Das Ganze ist jetzt leider ein bisschen kleiner geworden, als wir das eigentlich erhofft haben. Joshua in Kanada, einer unserer besten Läufer, hat sich dann noch das Bein gebrochen. Und von daher müssen wir heute mal gucken, was das wird. Was wird? Ich bin auf jeden Fall gerade auf dem Weg nach Hörde. Dort ist der Lauf, auch rund um den Phoenixsee und alles Mögliche. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es wird. Ich hoffe, ihr auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in Hörde. So, in Hörde angekommen. Da sind unsere tapferen Läufer. Erstmal stabil. Wir geben alles, wir versuchen es. Ja. Was ist das Ziel eigentlich? Unter 2 Stunden. Ja, sonst nichts. Ja. Okay, unter 2 Stunden ist auf jeden Fall das Zeitziel. Und wir haben uns hier im Fred-Ape-Weg kurz vor dem Lauf versammelt. Und das hat einen konkreten Grund. Ihr seht es hier, ist ein bisschen Beschreibung. Fred Ape, das war ein Musiker aus Dortmund, der ja 2020 gestorben ist. Und der war halt früher richtig stark in der Umweltbewegung, in der Friedensbewegung und so aktiv. Und sehr nah auch an der anarchistischen Bewegung dran. Und der hat unter anderem, steht auch drauf, halt das Lied Rauchzeichen geschrieben. Das wurde dann von Kutschis, dieser anarchistischen Hausbesetzerband aus Dortmund, die man nur empfehlen kann, vertont auch. Und war ein toller Mensch auf jeden Fall. Und deswegen ist das ganz passend. Und da vorne, warum hier auch diese Straße nach ihm benannt ist, ist, weil es hier vorne dieses Cabaret-Theater auch gibt. Aber es gibt noch mehr in der Straße. Und das zweite hier direkt 2 Meter weiter, deswegen finde ich es auch besonders passend, dass hier der Fred-Ape-Weg gerade ist. Und zwar hinter uns, hier das Gebäude, war bis, ich weiß gar nicht, vor 2, 3, 4 Jahren, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, war hier die Gefangeneninitiative noch ansässig. Und zwar war das einer der anarchistischen Projekte nach 1945 überhaupt in Dortmund. Und die haben tatsächlich über Jahrzehnte dann auch noch dieses Haus gehalten. Hier unten war dann halt ein Antiquariat drin mit Schwerpunkt bewaffneter Kampf. Und oben drüber, und das ist auch heute noch so, das ist mega spannend, ist ein Wohnprojekt für Gefangene gewesen. Also wenn man hier aus dem Knast rauskommt, kann man hier für eine begrenzte Zeit wohnen, weil oft ist ja ein Problem mit, dass Gefangene eine Bleibe dann finden. Mega nice, dass das überdauert hat. Deswegen, ich habe auch noch mal eine Zeitschrift noch mitgebracht aus der Zeit. Hier, ich mache mal in die Kamera und dann zu euch. Genau, die Mauer, die wurde halt, sind auch ein paar Genossinnen aus der Zeit damals drauf. Das war das Publikationsorgan von der Gefangeneninitiative. Und das ist wirklich unvorstellbar, was die halt geleistet haben. Es gab auch in mehreren anderen Städten, in Bochum und so weiter, Büros. Die haben eben zum Beispiel einen Literaturwettbewerb für Gefangene gemacht. Die haben unfassbar viel in dem Bereich der Gefangenen-Solidarität geleistet. Und ja, das ist vor allen Dingen deswegen witzig, dass das so lange noch überdauert hat, weil es war halt immer so ein schwarz-rotes Schild hier. Und hier ist halt, Hörde ist halt so der aufgewertetste und schickste Teil, also hier der Phoenixsee speziell, wo halt wirklich jetzt die Reichen und teilweise vielleicht auch Mächtigen wohnen. Und genau, dann war halt bis vor wenigen Jahren halt immer noch dieses schwarz-rote Schild hier. Das war immer ein schöner kleiner Stich. Ich weiß echt nicht, warum ich das erste Mal sehe, aber es gibt einen richtigen Schandfleck hier noch am Phoenixsee. Was ist da los? Joshua hat in seinem Video vor einigen Jahren ja schon hier den Wandel dokumentiert. Da kommen jetzt vielleicht ein paar Einblendungen. Lassen Sie sich von internationalen, höherpreisigen Restaurantketten verzaubern und zahlen Sie mit Blick auf zu betonierte Natur 8 Euro für einen Sojalatte. Wie ein Phönix aus der Asche erhebt sich auch unser Phoenixsee aus den Trümmern der alten Schwerindustrie. Wo früher Metall geschmiedet wurde, wird heute in der S-Klasse im Umleitungsverkehr verweilt. Aber das hier, wie kann das sein? Was sollen die Schönen und Reichen hier am Phoenixsee denken, wenn sie das mal angucken müssen? Da wohnen vielleicht noch Obdachlose oder so, was ist da los? So, wir sind ein bisschen spät dran. Moin!
So, wir hatten auf jeden Fall eine richtig geile Aufnahme, wie ich hier mit zum Start einlaufe, weil wir ein bisschen spät dran waren. Die ist leider nicht im Kasten, also das kann jetzt niemand beweisen und Niklas ist irgendwo im Getümmel verschwunden. Aber es geht hier auf jeden Fall jetzt gleich los. Aber wir wissen noch nicht, wo die beiden sind, also es wird aufregend. Ein bisschen. So, es geht los jetzt. Wir haben Niklas im Getümmel gefunden. So, sag noch mal, was ist deine Wunschzeit? Unter 2 Stunden. Ich bin aber viel zu weit hinten gestartet. Okay. Was ist jetzt los? Also viel Glück. Ich muss noch einiges einholen in den ersten, sagen wir mal so, 5 Kilometer. Okay. Bis dann. Glück auf. Wir laufen aus Solidarität die ersten Meter mit. Wir werden noch finden. Und der Halbmarathon ist halt einfach Prestige und wunderschön zu laufen. Denn ihr seht die meisten Ecken von Dortmund, die schönsten Ecken aus Dortmund sieht man. Ja, also da und hin sehe ich Führungsfahrrad auf der anderen Seite jetzt. Oder beziehungsweise das erste Motorrad. Das heißt jetzt da, ich gucke mal drauf. Für alle, die es nicht kennen, hier Phoenixsee. Das war mal eine Fabrik hier, eine Stahlindustrie. Und es wurde ein großer Baggersee draus gemacht, so wie sich die Antideutschen nur für ganz Deutschland wünschen. Und die Antilopengang. Und da sieht man da hinten die Läufer und Läuferinnen. Und ich würde mal sagen, hier vorne ist irgendwo die Spitze, die ersten 2, 3. Und das sind bestimmt unsere beiden. Die führen hier wahrscheinlich schon den Lauf an. Bin ich mir sicher. Wenn ich es jetzt so betrachte, ist es halt echt gut, dass Joshua nicht da ist. Weil ihm würde jetzt das Herz brechen, der Holzfahrradladen ist nicht. Bitte, er ist doch noch da. Moment. Es ist Kokoman. Ich dachte, das wäre der Laden gewesen. Okay, lieber Joshua, wenn du später das Video guckst. Hier sind sie, die überteuerten Holzfahrräder am Phoenixsee. Da ist es. So eins ist der Gute gefahren. Auch das Lokalhandwerk kann sich sehen lassen. Fahrräder aus Holz, für die pro verkauftes Rad ein Baum gepflanzt wird, sind schon eine tolle Sache, um zu vergessen, dass sie gerade den jährlichen Hartz-IV-Satz für ein Rad ausgegeben haben. Geht leicht von der Hand. Und so eins wünscht er sich wahrscheinlich auch für sich selbst. So, während die so laufen und sich abrackern, entspannen wir uns hier in der Ehrhörder Innenstadt mit Brötchen und Kaffee. So, das hier ist das Treppchen, wo gleich Niklas und Hendrik draufstehen werden. Ich bin noch nicht sicher, ob Niklas auf der 1 oder Hendrik auf der 1. Aber das ist unser Ziel, Leute. Nichts unter der 1 wird akzeptiert. So, hier ist der Erste. Offensichtlich ist es Hendrik. Stabil, Hendrik. Sehr gut. Sehr gut. Das wird der erste Platz für Hendrik schon mal. Und ein bisschen dahinter Niklas auf Platz 2. Stark. Die Massen applaudieren und hier kommt irgendwer Drittes. Ja, aber das ist nichts. Ja, das ist der Letzte im Trott. Verfolgt von so einem Segway. Getrieben von diesem Segway. So, 1:20 sind die hier hinter uns schon am Laufen. Wir chillen hier ein bisschen in der Sonne gerade und müssen jetzt wahrscheinlich noch, sag ich mal, mindestens eine halbe Stunde warten, bis sie hier eintreffen. Ich hoffe, dass wir die beiden auf dem Weg erwischen. Wie ist die Stimmung auf der Tribüne? Entspannt, sonnig und ja, gespannt, wann uns die Genossen hier mit ihrer Anwesenheit beehren werden. Let's go! Let's go! Peter, los geht's! Ja, da ist er. So, jetzt hier Niklas, Zweiter. Darf ich zu dir reden?
Yes! Jawohl! Nice, so, jetzt müssen wir hinterher. So, wir laufen jetzt hier möglichst schnell zum Ziel. Wie ist das da? Männlichkeitssymbole. Männlichkeitssymbole im Stadtbild. Und gucken wir mal, dass wir beide noch irgendwie ins Ziel bringen. Da wird noch mal ein bisschen genauer hingeguckt. Bernhard Höttger anscheinend. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, wer das ist. 49 steht mindestens. Also, klopft euch gerne mal auf die Schulter. Das lacht so viel zu denken. Seid stolz auf euch heute. Hendrik! So, jetzt kommt hier die richtige Siegerehrung. Jawohl! Richtig geil. Stark. Mit allen Stickern. Boah, Junge, am Ende, als ich da bei euch war, war ich auch übelst im Arsch. Das war richtig anstrengend. Aber hat nochmal Motivation gegeben, natürlich, dass ihr da standet. Sehr sweet auf jeden Fall. Wie war's sonst? Ey, echt anstrengend, aber hat auch Spaß gemacht jetzt so. Also bin mit einem Freund zusammen und dann geht das irgendwie ganz gut. Dann pusht man sich so ein bisschen gegenseitig, ja. Der junge Mann ist auch übrigens genauso, wie er gut auf den Beinen ist, ist ja auch ein Rap-Game. Also ja. Auf jeden Fall reinhören. Ja, macht gerne, wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall. Drink One auf Spotify und so. Hört gerne rein, wenn ihr Bock habt. Aber sonst guckt natürlich eher über Tage. Wichtiger. So, jetzt gucken wir mal nach Niklas. Oder mich wäre vieles hier anders als es jetzt gerade ist. Aber Stefanie, wir haben Max, wir haben Miriam, Alina, Leonie, die Christine, Zip. Weiter geht's mit Alina. Niklas! Hat die gehört, oder? Ich glaube nicht. Einer von euch ein Bier? Nee, danke. Erstmal hier, Siegerehrung. Geil. Du hast es geschafft, ey. Gedacht. Ich weiß überhaupt nicht meine Zeit, ehrlich gesagt. Ich kenn's ja. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall unter 2 Stunden. Ich hab den Zweier Pacemaker noch überholt. Ja. Also, es war. Meine Uhr war mega im Arsch. Ich habe am Anfang in den ersten 10 Kilometern hat die Uhr mir die ganze Zeit 6 Minuten angezeigt. Ja. Oder 7, also 6er Pace oder 7er Pace. Dann habe ich so irgendjemanden neben mir und ich war die ganze Zeit am Schwitzen und dachte so, hä, das kann nicht sein, Alter, so schwach bin ich jetzt, so schlecht vorbereitet bin ich auch nicht. Und dann habe ich irgendwann jemanden neben mir gefragt, was läufst du denn so für eine Pace? Er meinte so 5. Und ich dachte so, scheiße, Alter, wenn ich jetzt 5er Pace 10 Kilometer gelaufen bin, werde ich mega einen krassen Einbruch kriegen in der zweiten Hälfte. Habe ich ein bisschen entspannt gemacht, zwischen 5 und 10 15 Kilometer ging eigentlich ziemlich entspannt. Ja, und dann die letzten 5, 6 Kilometer ist noch ein Durchziehen, Kampf des Willens. Sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Wie hast du es sonst empfunden? War cool. Richtig schöne Strecke. Wir sind irgendwie 1-2 Mal über eine Straße gelaufen oder so. Ansonsten halt die ganze Zeit durch den Park. Mega schön auch an den Industriebauten vorbei. Also hätte man die ganze direkt auch so einen historischen Podcast hören können dazu, was da so sieht, rechts und links. Nächstes Mal dann vielleicht. Nee, aber hat echt Bock gemacht. Ich hatte so eine Peer Group von so 3 Mädels, die so immer so ungefähr so 100 Meter vor mir gelaufen sind. Die habe ich dann so in den letzten, habe ich dann aufgeschlossen in den letzten 5 Kilometern. Und dann halt der letzte Kilometer bin ich im Prinzip wirklich, also nicht gesprintet, aber durchgelaufen, richtig. Hat Bock gemacht auf jeden Fall, war richtig, richtig gut. Dann komm erstmal zu atmen wieder. Nicht, dass das hier nur so scheint, dass nur die Teilnehmer an dem Lauf, sondern auch die Leute, die halt einfach nur da standen. Nein, jetzt mit der Bierflasche und der Zigarette. Saufen und rauchen. Ja, aber nee, teilnehmen. Aber teilnehmen. Bitte nicht, ja. Dabei sein ist alles. Das ist der Gewinner der Herzen. Ich will nur den Zug reißen. So sehen Siege aus. Ja, Mann. 1 Stunde 54.